Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Neben mir sitzt der Leo alias Len 16. Neben mir der Lukas alias Evil Love Entertainment. Und wir müssen jetzt in die Bathöhle auf Arkham Island. Und er holt mal kurz die Riddler-Trophäe. Ja. Na, schaffst du noch mehr? Bestimmt. Im Laufe des Spiels. Weißt du denn, wo du hin musst? Nope, dafür haben wir eine Karte. Richtig, das wollte ich damit dezent andeuten. Ja. Du sollst da nicht selber hinzoomen, das will ich machen. Also geradeaus. Ja. Durch die, da wo du hergekommen bist. Kann ich noch einnehmen. Wieso? Why? Ah, ich wollte die irgendwie... Solange du die nicht angreifst, greifen sie dich trotzdem an. Ja, klar, wieso sollten sie nicht angreifen? Ja, okay. Okay, nochmal neu, warte. So. Lukas ist jetzt wieder im konzentrierten Modus und schafft trotzdem nichts. Ach, reinkommen hier. Das ist der einfachste Kampfstil, den es gibt. Stimmt. Also im Spielkampf. Ja, mir, hallo? Ist ein super Kampf. Kampfflow. Aber trotzdem Free auch Flow. Ziemlich einfach, weil man nur zwei Tasten drücken muss. Im Optimalfall, ja. Ja. Und dann könnte man einen riesen Kompost machen. Ja, hallo? Könnte man. Ja. Es gibt so Situationen in diesem Spiel. So, was war deine Max-Kombo? 9! Ja, sei still. Was? Nicht nee, da muss man lang. Da lang. Der Aktivmodus bringt dir momentan nichts. Ich bin immer neugierig. What? Ja, da kannst du hoch. Ja, ich kann noch mehr finden. Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, glühende Fragezeichen? So was? Ungefähr. Was? Niemals. Ach genau, das hat die Stelle. Ja. Zack. Das Besondere an Deadman's Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Okay. Tja, die Tür ist verschlossen. Ach, da gab's, so kommst du nicht rein. Über den geheimen Seitengang, den wir schon aufgesprengt haben. Der total geheim ist. Tüdli und Tüdeldumsan ist. Kannst du es sehen? Nicht danach suchen, nach der Batcave suchen. So, dann nehmen wir eine Karte. Da. Muss einmal ums Haus herum. Ist natürlich auch oben rum. Ist viel lustiger. Viel lustiger, keine Gegner. Dafür aber 3 XP. Kannst du das hören, Detektiv? Das ist der Klang, wie ich deinem Erfolg Beifall klatsche. Oh, du hörst ihn nicht? Dann deshalb, weil sogar ein Idiot die Trophäe gefunden hätte. Die Fledermaus! Die macht euch den Garaus! Oh ja. Ja, das ist ein schwerer Insasse. Och, ich hab noch einen. Nice. Ah. Wieso zur Hölle geht das nicht so, wie ich mir das vorstelle? Ja, viel zu lernen du noch hast. Ey. Dafür Levelaufstieg wir haben? Echt? Wir sehen's gleich, wenn's rechnet. Ja. Nein, haben wir nicht. 15 EP. Ja, 15 EP. So, jetzt such den Batcave-Eingang. Sehe ich den so? Nein. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Hinter dir. Ja. Ja. So, warte, dann komm da hoch. Was? Man kann da hoch? Oh mein Gott. Yeah. Ach da. Oh, die Höhle ist auch mega geil versteckt. Na, es ist ja erstmal der Deadman's Point. Das ist ja noch nicht die Bat-Höhle. Stimmt allerdings, ja. Was haben wir denn da? Wie war das nochmal? Nee. So? Nein. LT gedrückt. LB? Ah, hier. LB. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gottes. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen.
Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Okay. Böse. Böse, böse. Du kannst auch den Detektivmodus ausmachen. Ah ja, stimmt, da war ja was. Dann hat man einen schöneren Farbspektrum. Weißt du? Ach, ja. Farbe. Upgrade. Ja. Rechts. Ja, was ist denn das? Nach dem Erreichen einer fünffachen statt einer achtfachen Kombo können Spezialkombos-Moves eingesetzt werden. Ah. Holst dir. Nein, holst dir. Du es. Yeah, Spagatkick. Woo. In dein Knie. Oder auf dein Kinn. Guck mal, da geht's weiter. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, wir müssen nach oben weiter. Das My mistake. In Dead Man's Point. Mhm. Yep, das sind ein paar Totenköpfe. He made your point, Dead Man. So. Oh, wie cool. Hm. Ganz einfach zu erreichen. Mhm. Für ihn schon. Identität bestätigt. Wie geil. Das ist aber auch. Gegenmaßnahmen verhindert. Ist aber auch so komisch. Er ist doch eigentlich nur in einem Vollkörperanzug. Ja. Nur sein Kinn kann man sozusagen erkennen von seiner. Retinalscan. Du kannst noch die Eigen. Die Augen kannst du noch sehen. Sieht aber anders aus. Vielleicht ist es eher so fortgeschritten, dass das war auch hier Körpergröße, Umriss. Was heißt so fortgeschritten? Das gibt's schon. Los. Die Bärde. Das kann man aber alles mit einem Anzug fälschen. Ja, stimmt. Ach, Mist. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Batclaw. Dieser Enterhaken-Aussatz kann benutzt werden, um Gegenstände zu greifen und heranzuziehen. Die Batclaw kann auch an Gegnern befestigt werden. So, weiter geht's. Batman, genug gestaunt. Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. So. Okay, das heißt, ich schaue schon mal in die richtige Richtung, nehme ich jetzt mal an. Ja. Ach, ich vergaß. Nein, ja. Hab doch gar nicht. Danke. Wow. Egal, ich nehme trotzdem. Naja. Gerade so noch gerettet, sozusagen. Nope. Battler. Ah. Okay. Da. Otzi. Und schon können wir rüber. Mhm. Da hüpft er einfach fast aus dem Stand drüber. Frechheit. Ja, klar, der hat die Möglichkeiten dazu. Der hat Fledermausbeine. Wait. Wait a second. Na, er kann ja vielleicht hier mechanische Muskel oder elektronische Muskel Dingsterbumster haben. Dingsterbumster. Ja. Elektronische oder mechanische Muskel Dingsterbumster. Genau. Ich bin voll deiner Meinung. Wenn es erkennt, dass die Muskeln benutzt werden, dann wird noch extra Strom reingetan, damit die Muskeln sich noch mehr zusammenklinschen. Hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hattest. Oh, das tut mir leid. Ich versuche das nächste Mal besser aufzupassen, wenn ich eine Insel in meine Gewalt bringe. Hey, so meinte ich. Kritik kann ich annehmen, ich meine, ich bin nicht perfekt. Naja,
Wenn man darüber nachdenkt, bin ich ziemlich nah dran, perfekt zu sein. Wo war ich nochmal? Ach ja, Kritik von einem Wurm wie dir. Einem Wurm, der nur frei herumkrabbelt. Boah, redet der viele Joker. Immer. Werde ich auf keinen Fall tolerieren. Immer, das kann man ja unten lesen. Ich will nämlich auch reden. Ich bin hier da, um zu reden. Was? Seit wann? Weiß ich nicht. Was? Wieso sind wir die, die versuchen, sie zu öffnen? Das ist nicht mal der Haupteingang. Selbst wenn wir sie öffnen können, wissen wir nicht, was dann passiert. Das war toll. Na, Die Kamera war schuld. Ja, ja. Das ist immer die Kamera. So. What? Das war mein lautes Knirschen. Das war eine 20er-Kombo. Hör auf anzugeben. Schau auf. Mit Variationsbonus. Oh, endlich haben wir mal so eine Filmdatei. Tonband. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Gretchen Wiskler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Oh, Harley haben wir auch. Oh, cool. Ja, wir haben keine Tondateien noch nicht. Story. Haben wir keine Tondateien noch nicht. Ich glaube, hier sind sogar, was? Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, du glaubst, mir von jemandem gesagt haben zu lassen, dass die Bilder in den Biografien sogar originale Comic-Zeichnungen sind. Ja. Allerdings kann das es allerdings auch sein, dass ich mich absolut irre und das absolut nicht stimmt. Weil ich glaube, ein Originalbild von Harley Quinn noch im Kopf zu haben, das doch deutlich anders ausschaut. Weißt du, wie viele Comics es gibt? Ah ja, genau, mal davon abgesehen, aber man, das ist natürlich auch die Frage. Ach Gott. Ich kenne mich mit denen nicht aus. Also ich kann da nicht so viel zu sagen. Hast aber gerade. Ich habe gesagt, ich glaube, mich daran erinnern zu können. Es kann auch, hey, kann sein, dass das es nicht stimmt. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Genau. Ich habe ihren E-Mail-Account geknackt. Zwei E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen, ich will das, wofür ich bezahlt habe. Und dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie so viel Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Oh nein, der Esel. Aha. Tja, wenn du an Track zurückdenkst, der war manchmal schon ein bisschen gruselig. Leicht. Sogar ein Blinder wäre darauf gestoßen. Ah, nein? Von der Kante herunterlassen, denke ich. Was? Ich wollte mir von der Kante... Alles gut. Wenn das nicht mit B geht, wie geht das dann? Das ist eine gute... RT, glaube ich. Eine gute Frage. Ich glaube, mit RT geht das.